Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 6. November 2015 zeigte sich Rainer mit schwarzem Nagellack im Stream. Dort machte er die Hater für sein Liebesleben verantwortlich. Wisst ihr, ich glaube manchmal, dass es wesentlich einfacher hätte, wenn ich schon ein paar Erfahrungen hätte, positive oder generell richtige Erfahrungen. Und ich rede nicht immer nur vom Sex, ich rede schon allgemein einfach mal eine Beziehung wirklich führen auch. Aber ich kriege ja nie mal eine Chance. Jedes Mal geht es wegen den Kackwichser von Hatern immer gleich schief, ey. Vielleicht sollte ich aber mit ein paar weiblichen YouTubern quatschen, vielleicht entwickelt sich dabei irgendwas. Oder weiblichen Streamern ist vielleicht geschickter, weil die können das ein bisschen besser nachvollziehen, wer oder was ich bin. Und es gibt auch vom Aussehen her, gibt es nur einen einzigen Punkt, auf den ich wirklich achte. Und das liegt daran, weil ich selbst zu übergewichtig bin. Ich möchte, dass meine Freundin eine normale Figur hat. Wäre aber auch bereit, mein eigenes Gewicht für meine Freundin zu reduzieren. Wenn mich jemand nicht so akzeptieren kann, wie ich bin, dann hat diese Person das einfach nicht verdient, dass ich mit dieser Person mehr anfangen möchte. Im Freundeskreis finden sich die meisten Pärchen, kann auch sein. Aber ich habe keinen allzu großen Freundeskreis, ich habe bloß ein paar Freunde. Und mit denen mache ich in den letzten Monaten auch kaum was. Weil ich das letzte Mal geweint habe. Heute. Nicht so geweint. Wegen meiner Ex. Für Sex schreiben, dafür bin ich zu müde. Außerdem habe ich keine Frau, mit der ich das aktuell machen kann. Oder Cora, hast du Lust? Mach mal ein bisschen Sex schreiben. Auch am 7. November hatte sich Rainers Stimmung nicht verbessert. Wisst ihr, das ist eine Sache, die ich absolut hasse. In Anführungszeichen hasse, weil hassen kann ich ja nicht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich kann nicht hassen, ne? Und dadurch, dass ich nicht hassen kann, empfinde ich einfach viel zu schnell Liebe für jemanden. Das ist voll scheiße, weil ich dann einfach aus diesem Gefühl nicht mehr rauskomme. Diese Frau geht einfach nicht aus dem Schädel, ey. Die ganze Nacht von ihr geträumt, ey. So ein fuck Scheiß, ey, ohne Mist. Manchmal wünschte ich, ich hätte kein so gutes Gedächtnis. Da muss ich sagen, ist es ein Punkt, was ich auf YouNow befürworte. Auf YouNow gibt es viele Leute, die mit mir was zusammen streamen würden oder gerne mal zusammen was machen würden. Auf YouTube sind so viele Große dabei, die mich alle kennen, aber keiner will was mit mir machen. Leute, eins solltet ihr euch merken. Für die Liebe ist es immer wert zu kämpfen. Und lieber gehe ich das Risiko ein, nochmal verarscht zu werden, als nie mehr verliebt zu sein. Am 8. November sprach Rainer im Stream das Forum an. Ihr werdet meine Passwörter, für alle, die meine Passwörter versuchen zu knacken, ihr werdet meine Passwörter nicht knacken. Das sind alphanumerische 36-stellige Passwörter. Die werdet ihr nicht knacken. Ich kann die Musik nicht ändern, weil die Musik bleibt. Das ist ein Themenabend, Leute. Und anmelden im Forum braucht sich auch keiner mehr, weil ich nicht mehr als Zeug annehme. Die schicken mir schon wieder Leute Nacktbilder von sich per E-Mail. Dann machen wir es erst so, ich werde es freischalten, dann habt ihr auch einen Chat und alles. Aber dafür müsst ihr mir 5000 Likes hier heute hinhauen. Und dann werde ich es auch direkt von 26, die wir jetzt haben, auf 50 hochstufen. Ich buddel deinen Vater aus. Pass auf, dass er dir keine aufs Maul haut, wenn du ihn jetzt beim Winterschlaf störst. Wie viel Hartz IV bekommst du? Ich bekomme gar kein Hartz IV, weil ich seit diesem Monat rein von YouTube, YouNow und meinen Merchandise-Sachen und ein paar anderen Sachen, die ich mache, lebe. Wie geht's Dorian, dem Übermensch? Vermute mal, dass er in irgendeiner Knastzelle verrottet. Ich habe ja mit dem Spasti keinen Kontakt, zum Glück. So, Rainer, warum hilfst du nicht den Refugees? Erstens weiß ich nicht, was das Refugees sein soll. Und außerdem heiße ich Rainer. Refugees, not welcome. Not plain what this is. Kannst du Englisch sprechen? Not, I cannot English. So, Drache, machst du heute noch Holocaust an? Ich persönlich mache jetzt einen Holocaust, indem ich dich hier blogge, Kollege. Wisst ihr, 90% aller YouTuber sind Hater. Gegen mich meine ich jetzt, Zettler. Da sind viele der ganz Großen auch dabei.
Für wie viele Likes ich mein T-Shirt ausziehe? Sag mal für 4000 ziehe ich mein Shirt aus. Wir müssen echt mal über das Ganze mit den Likes reden, Leute. Wie viele Likes, damit du dich wieder anziehst? 2. Wie groß bist du? Ich bin 1,26. Am 9. November erschien das Video Dragon Monday Folge 6 erstaunlich viel in kurzer Zeit, welches hauptsächlich aus Ankündigungen besteht. Am 10. November lud Rainer das Video Mobbing und Hate hoch. Ich kann Hass empfinden, aber ich hasse andere Menschen nicht. Ich projiziere meinen Hass nicht auf andere Menschen. Wenn ich jemanden hasse, dann bin ich es selbst, den ich hasse, weil ich derjenige bin, der für meine Taten verantwortlich ist und ich derjenige bin, der für meine eigenen Handlungen zur Verantwortung gezogen werden muss. Und deswegen, wenn ich jemanden hasse, hasse ich mich höchstens selbst. Und das ist einer der Punkte, man soll sich nicht selbst hassen. Aber wenn ihr andere anfangt zu hassen, wird es ultra schlimm. Er entschuldigt sich auch für alles, das er den Hatern je angetan haben könnte und kündigt an, in Zukunft zu versuchen, die Hater zu ignorieren. Im abendlichen Stream schlug er jedoch einen anderen Ton an. Hater, ihr kapiert's nicht, oder? Ich mach diesen Scheiß, damit ihr zuschaut, mir Spaß gebt und rumlabert. Ihr habt nicht, alles Show ist. Ich... Kapiert ihr Hater-Idioten das nicht? Dadurch, dass ich so ein bisschen auf mache, geht ihr her und schaut zu und gebt mir Likes, gebt mir Bars, gebt mir Klicks, gebt mir Coins, alle Sachen, was zum Leveln gut ist. Am 11. November streamte Rainer in der Nacht über 9 Stunden lang. Als er sich den Pixar-Film Oben ansah, musste er über eine Szene mit einem Frosch lachen. Ein Frosch! Wisst ihr, was geil ist? Ihr könntet ein bisschen liken, dass wir auf dem ersten Platz rutschen. Das würde den Hatern wahrscheinlich richtig auf die Eier gehen. Für was? Dafür, dass du da sitzt und nichts machst? Halt doch einfach mal die Klappe, wenn du selber keinen Plan von der Welt hast, Alter. Ich mach das, was mir am besten gefällt und was ich möchte und was ich will. Da er den Kommentar einer an den Rollstuhl gebundenen Zuseherin für einen Trollversuch hält, beleidigt er diese übel. Aber du sitzt im Rollstuhl. Weißt du was, du verfickte Bitch, Alter, leck mich am Arsch und stirb in der Hölle. Ich finde es sowas von asozial, wenn jemand immer behauptet, ich bin im Rollstuhl. Und hinterher ist er kerngesund, regenbogenscharf, genau der gleiche Schwachsinn, ja? Dieser voll dumme Lügenwichser behauptet die ganze Zeit, ich sitze im Rollstuhl. Und dabei ist er überhaupt nicht im Rollstuhl gesessen, der Kasper, Alter, ohne Scheiß. Ey, ich finde es sowas von asozial, wenn man behauptet, man sitzt im Rollstuhl, dann tut man das überhaupt nicht. Seid froh, wenn ihr gesund seid, ihr Affen, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Ich bin Legastheniker, ADSler. Das ist auch nicht lustig, Alter. Ich finde es überhaupt nicht witzig. Immer die ganze Zeit, ich hocke im Rollstuhl. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr nicht im Rollstuhl hockt, ey, seid froh, wenn ihr gesund seid, anstatt rumzulügen und Scheiße zu labern, Alter, ohne Mist, ey. Wenn sie wirklich im Rollstuhl sitzt, dann entschuldige ich mich. Aber das glaube ich wieder mal nicht, weil es wieder mal so ein Spacko ist, wo mich hier nur verarschen will. Ich habe keinen Bock auf diesen Mist, Alter, ohne Scheiß. Ich empfinde keinen Hass, ich empfinde gerade Wut. Und das ist ein Unterschied, du Spasti. Weißt du was, du Spasti, ich jetzt dann nicht nur, ich melde dich jetzt jedes Mal mit. Und spätestens, wenn das zweite oder dritte Mal passiert oder vierte Mal, dann fliegst du eh raus, du Assi. Hass ist keine menschliche Emotion. Hass ist keine Emotion, Leute. Leute, Hass ist keine Emotion. Hass ist keine Emotion, definitiv nicht. Wut ist eine Emotion, Aggression ist eine Emotion, aber Hass ist keine Emotion. Hass ist ein Zustand. Was Wikipedia sagt, interessiert mich einen feuchten Furz. Hass ist keine Emotion. Und es ist mir scheißegal, was in der Öffentlichkeit gesagt wird oder was tausende Wissenschaftler sagen. Hass ist keine Emotion. Hass ist ein Zustand. Auf Twitter bat Rainer darum, ihn als Wurm zu zeichnen und versprach, das beste Bild als Thumbnail für sein Worms-Let's Play zu benutzen. Am 13. November erschien das Video Info zum neuen Jahr und Kanälen. Darin kündigt Rainer neue Vlogs an und erklärt, 2016 richtig durchstarten zu wollen.
An diesem Tag wurde Rainer angeblich auch wegen falscher Versicherung an Eides Stadt verurteilt, da er vergessen hatte, sein Erbe bei einer Vermögensauskunft anzugeben. In weiteren Leaks von Claire wurde enthüllt, dass Rainer anscheinend schon seit einiger Zeit seine Stromrechnungen nicht bezahlt hatte. Am 14. November äußerte sich Rainer im Stream zu den Terroranschlägen in Paris, bei denen 137 Menschen umkamen, und verglich unter anderem seine Hater mit Terroristen. Ich habe gestern schon ein bisschen was zu diesem Thema Anschlag gesagt. Ich habe keinen Bock, mich schon wieder auf das gleiche Scheißthema zu beschränken. Lasst mich einfach mit diesem Schmarrn in Ruhe, das interessiert mich nicht. Und das Wissen, dass er Anschlag war, das bringt mir auch nichts. Okay, pass mal auf, du Spasti, ja? Anastikia, was auch immer. Ich sag dir mal was. Was erwartest du gerade von mir? Soll ich die Toten wieder zum Leben erwecken? Was bringt mir diese Info? Ich kann damit nichts anfangen. Soll ich diese Menschen wieder zum Leben erwecken oder was? Was erwartest du von mir? Was bringt mir eine Info, die ich nicht ändern kann? Mich interessieren Infos nicht, die ich nicht ändern kann. Der Krieg im Irak und im Islam und was weiß ich, wo alle die ganzen Kriege sind. Beendet die scheiß Kriege, legt die scheiß Waffen weg, verbrennt diese verdammten Waffen endlich und hört auf, Krieg zu führen. Und lieben Hater, ja? Ich würde sagen. Ihr überhaupt nicht anlabern von irgendwelchen Anschlägen, weil ihr Spastis seid nämlich genau die gleichen Vollidioten wie die ganzen Typen, die so Anschläge machen, ja? Ihr ganzen Hater, die mich verarschen, seid genauso schlimm wie diese ganzen Vollidioten. Ihr kommt hierher, sprüht alles zu, ja? Nervt jeden hier in der Umgebung, in den Nachbarschaften, was weiß ich, und macht hier auch ständig Anschläge, ja? Der einzige Unterschied ist, dass bei euren Anschlägen keiner draufgegangen ist. Noch nicht. Lieben Hater, ich würde euch eins mal empfehlen. Haltet einfach mal die Fresse. Ihr seid genauso Terroristen wie die Terroristen, die irgendwas in die Luft jagen. Mit dem einzigen Unterschied, dass noch keiner zu Schaden gekommen ist. Bis jetzt, ihr Terroristen Kasper, Alter. Am 15. November erschien das Video des Dichters Schmerz Buch 1, das Gedicht des sterbenden Drache, in dem Rainer eines seiner Gedichte vorliest. Als Rainer an diesem Tag streamte, behauptete er, sich nur hobbymäßig mit Quantenphysik zu beschäftigen und beschwerte sich erneut über das Regenbogenschaf. Angeblich hat er eine Frau, ist verheiratet, hat Kinder. Ganz ehrlich, wenn er nur ein Kind hat und wirklich verheiratet ist oder eine Freundin hat, wie auch immer, ey, das ist so ein Witz. Wenn ich seine Freundin wäre, ja, oder wenn ich eine Freundin hätte, ja, und dann so eine Scheiße abziehen würde in seinem Alter. Ey, ganz ehrlich, meine Freundin, die würde mir davonlaufen, Alter. Ihr könnt vergessen, dass er eine Frau hat. Wahrscheinlich ist er selber noch Jungfrau. Würde mich nicht einmal wundern. Wenn der eine Freundin hat, Alter, dann hat die genauso einen psychischen Schaden wie er. Und dann sollte das Kind irgendwo eingewiesen werden, wo es bessere Erziehung hat. Und dann sollten die Eltern beide mal eingesperrt werden, Alter. Ohne Scheiß, was die machen, Alter. Das ist voll illegal. Am 16. November erschien Dragon Monday Folge 7, Anschlag auf Paris. Darin vergleicht Rainer erneut seine Hater mit Terroristen. Am 18. November verriet Rainer im Juno-Stream seine zukünftigen Reisepläne. Ich werde wahrscheinlich jetzt ein paar Jahre nach Japan ziehen und nach Japan werde ich dann ein paar Jahre zurück nach Deutschland kommen. Dann werde ich vielleicht mal ein Jahr nach Malibu gehen. Dann werde ich ein paar Jahre in Mailand leben. Das heißt Jetzala! Mit J, du Pfeife, Alter! Stirb in der Hölle einen qualvollen, grausamen, kleinen Kindergartentod, Alter! Zahl doch mal deinen Strom! Fick doch du einfach mal deine Mutter! Und hört endlich auf, mich mit Regenbogenschaf Kasper zuzuspammen. Dieser Wichser hat in seinem Leben noch nie was gerissen und er wird auch in seinem Leben nichts reißen, weil seine ganze Existenz von mir abhängig ist. Was macht er, wenn ich morgen aufhöre zu streamen? Dann hat er keine eigenen Themen mehr und wird selber draufgehen. Hoffentlich stirbt er dann einen qualvollen, langsamen, grausamen Spacko-Tod, dieser Assi. Am 20. November hatte Rainer erneut einen Wutanfall im YouNow-Stream, da es ihm nicht möglich war, den Low-Level-Chat zu aktivieren. Ich habe auch fette Pornos auf dem Handy, genauso wie deine Mutter, Alter. Bist du ein Idiot, ey, ohne Scheiß. Komm, fick dich ins Knie. Gerade habe ich gesagt, dass ich nicht toll, du Spasti. Wenn dir mein Stream nicht gefällt, dann verpiss dich zu Britney Fettsack und Scheißco. Und hol dir da deine Backpfeifen ab, Alter. Wenn sie mich wirklich sperren, ohne Scheiß, dann rege ich mir richtig auf. Aber dann nehme ich sie auseinander. Weil, ja, so klein auf YouTube und alles bin ich auch nicht mehr. Und dann... Juno meinte Zeller, wenn die mich rausschmeißen, dann werde ich mich richtig aufregen und dann geht die Scheiße erstmal richtig los.
Mein Tag war heute so scheiße heute, dass ich meine ganze Wut am liebsten an Regenbogenscharf auslassen würde, indem ich dir voll eine Maul hau. Du hast so einen Arsch offen und du bist so krank in der Birne, ohne Scheiß, Alter. Man müsste dich so beerdigen für die nächsten 10 Milliarden Jahre, ohne Scheiß. Daraufhin wurde Rainer tatsächlich kurzfristig auf Juna gesperrt. Auch wurden wieder einige Konversationen, die Rainer mit diversen Frauen hatte, veröffentlicht. Die meisten Interaktionen mit sogenannten Bärchen liefen immer nach demselben Schema ab. Rainer versuchte die Dame entweder zu einer Beziehung, Geschlechtsverkehr oder beidem zu überreden. Im Endeffekt würde sich das Bärchen als Hater entpuppen, was bei Rainer Wut und Trauer hervorrief. Schließlich erläuterte Rainer während eines Tony Hawk Downhill Jam Let's Plays seine Frustration mit der Damenwelt. Ich werde nie verstehen, warum Frauen immer die Männer vorziehen, die Arschlöcher sind. Die sind nur Vögeln wollen und nicht die, die anständig sind und keine Scheiße bauen. Egal. Am 23. November erschien das Video Dragon Monday Folge 8 Einfach mal Drache sein. Darin erklärt Rainer, wieder einmal krank zu sein. Dann verteidigt er sich gegenüber dem Vorwurf, er hasse Behinderte. Als Rainer abends streamte, gab es bei YouNow technische Probleme und es war außer Schwarzbild nichts zu sehen. Rainer zeigte sich davon genervt und beleidigte seine Zuseher. Am 24. November startete Rainer seinen Tag damit, dass er live im Stream kalten Eintopf schlürfte. Abends streamte er erneut und läutete die Weihnachtszeit mit einer Posterverlosung ein. Dennoch konnte er nicht anders, als das Regenbogenschaf zu erwähnen. Grüße gehen raus an Regenbogenschaf, dem Kindergartenkind. Und an Lina, die dumme Kindergartenkindin. Am 25. November war Rainer zu Gast im Stream von dem YouNower Baby Dave. Dort versuchte er sich auch am Rappen und Beatboxen. Später streamte Rainer erneut ohne Bild. Es schien, Rainer stand mit seinen Zusehern auf YouNow auf dem Kriegsfuß. Oft war er schlecht gelaunt und sparte nicht mit Beleidigungen. Der Chat hingegen versuchte ihn zu ärgern, bis er einen Wutanfall hatte, da dies die einzige Form von Unterhaltung in seinen Streams war. Rainer hatte sein Dasein als Zielscheibe für Spott im Internet monetarisiert und war nun, angesichts seiner wachsenden Schulden, darauf angewiesen, sich öffentlich peinigen zu lassen.